willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Hi! Auf meinem Kanal geht es ja rund um die Themen Organisation, Produktivität, Nachhaltigkeit. Und in meinen letzten Vlogs habe ich euch einmal mitgenommen durch ein produktives Wochenende. Und heute möchte ich das mal wieder machen, aber ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Denn dieses Wochenende ist sehr organisationsfokussiert. Und ich habe gerade Haare gewaschen, deswegen sehen meine Haare auch so aus. Und zwar, also was machen wir heute? Denn ich habe ein paar Sachen bezogen auf Organisation, auch ein bisschen Schule, die ich organisieren muss. Okay, also jetzt kommt hier der Plan für die nächsten Tage, also heute und morgen. Heute ist Samstag und morgen ist Sonntag. Heute muss ich trotzdem noch die ganzen Videos filmen, da ich am Samstag immer meine ganzen YouTube-Videos filme und bearbeite. Deswegen muss ich das auf jeden Fall noch heute machen. Und wir wollen heute um 13 Uhr ungefähr Bangchan machen. Das ist das koreanische Wort für... Ich glaube, es gibt dafür kein deutsches Wort. Aber auf jeden Fall heißt es nur, dass wir ganz viele Speisen vorbereiten und diese dann essen. Okay. In so kleinen Schüsseln. Und ich möchte meine Videos auf jeden Fall davor fertig haben. Also vor 13 Uhr, jetzt ungefähr 10 Uhr. Und dann möchte ich noch mein Planungssystem organisieren. Denn ich plane immer digital, habe ich euch ja schon mal gesagt. Jetzt möchte ich noch ein bisschen umorganisieren. Das werde ich euch dann auch noch zeigen auf jeden Fall. Und ich kann euch sagen, ich habe morgen viel zu organisieren. Und das hat etwas mit diesen Sachen hier zu tun, die ich dann morgen ansprechen werde. Ja, jetzt geht es aber erstmal ans Videofilmen. Das sind übrigens die Videos, die ich jetzt in den nächsten Tagen filmen und hochladen möchte. Und ich werde heute wahrscheinlich 2 bzw. 3 Videos davon filmen. Okay, ich bin jetzt fertig und habe gerade 2 Videos gedreht. Einmal ein What's in my phone tag und dann auch noch ein Video zu meiner Bücherliste mit Büchern, die ich gelesen habe, lesen möchte und gerade lese. Und ich bin jetzt echt ein bisschen müde und fertig, da ich viel geredet habe und jetzt gerade noch mehr rede. Ja, reden ist anstrengend. Was gegessen und ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich so viel gegessen habe und deswegen werde ich jetzt ganz kurz mit meinem Hund rausgehen, um mich ein bisschen zu bewegen. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und die erste organisatorische Sache, die ich jetzt machen werde, ist eine sehr, sehr coole Sache und dazu gibt es eine kleine Vorgeschichte, die ich euch gerne mal erzählen möchte. Und zwar habe ich vor einigen Wochen ein Back-to-School-Video gemacht, in dem ich euch meine Tasche gezeigt habe. Und ich gesagt habe, was ich alles in meiner Tasche drin habe und so weiter. Und in demselben Video habe ich gesagt, dass ich diese Taschen nicht mehr so gut finde momentan und dass ich lieber einen Rucksack hätte. Und daraufhin hat mich die Firma 17 London angeschrieben und gefragt, ob ich Lust hätte, einen ihrer Rucksäcke auszuprobieren. Und diese Firma hat mir netterweise diesen Rucksack hier zugeschickt, den ich jetzt mal befüllen möchte. Beziehungsweise ich habe schon ein paar Sachen hier reingepackt. Und ich bin echt begeistert, wie groß der Rucksack einfach ist. Also der ist wirklich extrem groß. Ich dachte irgendwie, dass diese Rucksäcke kleiner wären. Aber ich bin echt zufrieden damit. Ich lege es mal ganz kurz hier hin. Ist by the way auch wasserdicht, was ich sehr, sehr cool finde. Also ich habe extra einen wasserdichten Rucksack ausgesucht. Und ich bin echt gespannt, ob so dieser große Hefter da auch reinpasst, der große Ordner. Aber es sieht wirklich so aus. Ich bin begeistert. Es passt einfach echt alles rein. Mein Taschenrechner und es passt alles rein. Ey, ich freue mich. Ich freue mich. Ja. Ansonsten gibt es hier auch noch so richtig coole Fächer. Aber was soll ich da reinmachen? Mal sehen, mein Handy oder so. Boah, krass. Es gibt diesen Rucksack außerdem auch noch in verschiedenen Farben, Formen und Größen. Es gibt auch eine kleinere Variante, falls euch das hier zu groß ist. Aber falls ihr auch so einen coolen Rucksack haben möchtet, kann ich euch sehr gerne mal hier meinen Rabattcode hinschreiben. Denn ich habe tatsächlich einen Discountcode für euch, wie ihr einen Rucksack ein bisschen günstiger bekommt, falls ihr auch Interesse habt, so einen coolen Rucksack hier zu kaufen. Und ich fange jetzt schon mal an, mein Video für morgen zu schneiden. Was heißt schon mal? Es ist ziemlich spät eigentlich. Aber ich werde jetzt das Video für morgen schneiden. Jetzt
19 Uhr und das Video lädt endlich hoch. Und ich bin endlich fertig mit der ganzen Sache hier, mit dem ganzen Schneiden und Bearbeiten. Ich habe doch länger gebraucht, als ich gedacht habe, auf jeden Fall. Und ich habe gleich noch ein Telefonat mit meiner Tante und meinem Onkel. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, wollte ich ja eigentlich heute auch noch mehr organisieren, auch was mit der Schule zu tun und so weiter. Aber ich habe so lange gebraucht an meinem Laptop jetzt. Und so seht ihr mal, dass auch nicht immer alles nach Plan geht, auch nicht bei mir. Und ich lege schon sehr viel Wert auf Organisation, aber auch bei mir funktioniert das nicht immer alles, wie man jetzt auch hier sehen kann. So, es ist mittlerweile fast 10 Uhr schon. Ja, ich bin aber schon seit 7 Uhr wach. Okay, heute geht es wirklich mal an die Organisation und ich habe so ein kleines Problem in letzter Zeit gehabt, was ich mit dieser Organisation ein bisschen lösen möchte. Und zwar wisst ihr, dass ich sehr, sehr gerne Tagebuch schreibe und das eigentlich immer so in meiner Abendroutine gemacht habe. Aber in den letzten Tagen ist mir aufgefallen, dass es mir ziemlich schwer fällt, regelmäßig Tagebuch zu schreiben, da ich einfach in letzter Zeit irgendwie nicht so viel Motivation hatte und auch immer müde war abends. Aber ich habe erstmal so eine Delle, okay. Aber ich möchte dieses Daily Journaling nicht so gerne aufgeben und finde diese tägliche Reflexion und ein bisschen in das Innere eintauchen und auf die ganzen Gedanken und Gefühle, die an dem Tag halt auftauchen, die anzugucken und sie aufzuschreiben und festzuhalten und zu reflektieren, finde ich ziemlich wichtig. Und deswegen habe ich mir so eine kleine andere Organisation ausgedacht, die ich jetzt gerne mal probieren möchte. Und ich habe mir da jetzt erstmal zwei Notizbücher genommen, die ich noch zur Auswahl hatte, denn ich habe noch einige Notizbücher, die noch nicht beschrieben sind, die ich jetzt in der Zeit auf jeden Fall auch mal aufbrauchen möchte. Und ich habe da jetzt diese zwei Bücher hier. Und ich überlege mir einfach so ein ganz, ganz kleines Tagebuch zu machen, in dem ich jetzt nicht jeden Tag 3, 4 Seiten schreibe, sondern indem ich mir vielleicht jeden Tag so eine Seite davon nehme und bestimmte Fragen beantworte, wie was ich heute dankbar bin, was heute dann gut war am Abend oder wie fühle ich mich gerade in 3 Adjektiven oder irgendwie sowas. Und ich werde mir jetzt erstmal ein paar Fragen raussuchen und generell Aufgaben, okay, Aufgaben jetzt vielleicht nicht, aber ja, einfach Sachen, die ich da jeden Tag reinschreiben könnte. Und dann möchte ich mal gucken, ob dieses Tagebuch schreibt für mich so funktioniert. Okay, also ich habe jetzt ein bisschen überlegt und auch ein bisschen recherchiert, wie man das so nennen kann, habe ein bisschen was rausgesucht und bisher habe ich auf jeden Fall, dass ich oben immer das Datum schreiben möchte, dann das Wetter. Dann habe ich auf jeden Fall jeden Morgen 3 Dinge, für die ich dankbar bin, dann eine Tagesaffirmation oder einen Tagesspruch, eventuell noch meinen Traum, den ich in der Nacht hatte, kann ich so ein bisschen aufschreiben und dann noch die Frage, was den heutigen Tag gut machen würde. Genau, was den heutigen Tag gut machen würde. Und am Abend möchte ich reflektieren, 3 Dinge, die heute gut war, wie hätte heute noch besser verlaufen können und dann noch ein koreanisches Word of the Day, Korean Word of the Day. Ich rede die ganze Zeit so Denglisch, aber ich habe das auf Englisch aufgeschrieben, deswegen auf jeden Fall ein koreanisches Wort, was ich an dem Tag gelernt habe oder auf was ich mich an dem Tag irgendwie fokussieren möchte und dann nochmal mal einfach anhören möchte, da ich momentan Koreanisch lerne. Und ich glaube, dass mir so eine Vokabel am Tag schon ziemlich hilft, so ein bisschen zumindest weiterzukommen. Ja, das sind jetzt die Sachen, die ich erstmal cool finde und ich werde das mal für heute aufschreiben. Ich denke mal, dass dieses Heft ein bisschen zu klein sein wird und das ist ja ein bisschen größer, deswegen glaube ich, nehme ich einfach das. Das ist jetzt nicht das schönste Buch, aber ja. Ja, doch, ist doch ganz cute. Okay, ich bin jetzt fertig, das für heute auszufüllen und ich bin irgendwie total glücklich und freue mich sehr auf die folgenden Tage und Wochen, in denen ich das weiterhin ausfüllen kann und darf. Ich bin sehr gespannt, ob ich das durchhalten werde und wie das für mich funktionieren wird und werde euch auf jeden Fall bald nochmal ein Update darüber geben und wenn ich das wirklich gut finde, werde ich nochmal ein extra Video dazu machen, wie man das für sich selbst aufbauen kann, da ich das vorher gerne austesten würde, aber vielleicht kommt in den nächsten Wochen ein Video dazu online. Seid gespannt. Und die zweite Sache, die wir heute organisieren werden, vor der fürchte ich mich ein ganz kleines bisschen, denn wie man schon im Hintergrund vielleicht sehen kann, oder auch nicht, habe ich 4 gelbe Säcke.
Und Leute, woher kommt das? Und zwar habe ich ja Anfang des Jahres angefangen, meinen Kleiderschrank auszusortieren. Habe das mittlerweile in diesem Jahr dreimal gemacht. Ich habe dreimal, glaube ich, was Großes ausgemistet, genau. Ich habe davon schon einige Sachen verkauft und verschenkt. Ich habe sehr, sehr viel weggegeben. Aber ich habe immer noch vier, beziehungsweise da steht noch ein Karton, also eigentlich fünf gelbe Säcke von diesen ganzen Klamotten, von der ganzen Kleidung, die ich mal besessen habe, die ich aber jetzt weggeben möchte. Und wie gesagt, ich habe schon viel gespendet und meinen Freunden auch geschenkt. Ich habe auch schon was verkauft auf Kleiderkreisen, auf dem Flohmarkt. Aber ich werde jetzt mal die restlichen Sachen sortieren, denn ich möchte heute wirklich mal eine gute Gruppierung machen, was ich mit den Klamotten in Zukunft machen möchte. Das heißt, welche kann ich wirklich irgendwie verschenken und so weggeben? Welche möchte ich vielleicht verkaufen und wenn ja, wo verkaufen? Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen überfordert, weil es so, so viel ist. Aber ich werde jetzt mal alles auf den Boden hier machen und dann anfangen, das alles zu sortieren. Motivation. Okay, Leute, ich hatte gerade die Idee und habe jetzt einfach diese IKEA-Tüten genommen und werde diese Klamotten jetzt darin sortieren und nicht in diesen Einweg-Dingern. Also ich mache jetzt eine Tüte mit Dingen, die ich meiner Schwester oder meinen anderen FreundInnen schenke, wo ich halt einfach denke, dass es denen irgendwie gefallen würde und was ich denen dann einfach geben kann. Eine Tüte, dann habe ich eine Sache für Kleiderkreisel. Kleiderkreise. Dann habe ich eine Sache mit Spenden, die ich irgendwie spenden werde. Und eine Sache für so Flohmarkt. Joa, das ist eine gute Idee, oder? Ist das eine gute Idee? Ich denke schon. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Freunde, Spenden. Nee, das war Kleiderkreise. Okay. Okay, Zwischenzustand. Hier sind jetzt die Sachen für meine Freunde und für meine Schwester. Das sind die Flohmarktsachen. Das hier kommt auf Kleiderkreisel und das werde ich spenden. So, erstmal der ganze Haufen hier vorne ist auf jeden Fall einsortiert. Und jetzt widmen wir uns mal dieser Sache. Denn das hier sind alle Sachen, die mittlerweile schon auf Kleiderkreisel drauf sind. Also die ich schon hochgeladen und gepostet habe, die aber bisher noch keiner gekauft hat. Ich werde jetzt alle Sachen mal angucken. Und mir dann die Sachen auf Kleiderkreisel angucken und dann werde ich entscheiden, ob es sich lohnt, die Sachen trotzdem noch da zu behalten bei Kleiderkreisel. Und wenn es nicht der Fall ist und die generell irgendwie nicht so gut ankommen und die noch keiner favorisiert hat und die generell irgendwie nur für 1-2 Euro drin sind, dann werde ich die wahrscheinlich in den Flohmarkt-Tüte da einordnen und werde dann mal alle Sachen durchgehen und gucken, ob die noch da drauf bleiben sollen oder ob ich die jetzt runternehmen soll und irgendwo anders einordnen soll. Yeah, let's go! Hi Anna, was geht? Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe dir schon erzählt, dass ich heute, dass ich heute meine Kleidung nochmal durchgeguckt habe und jetzt einige Sachen aussortiert habe und so weiter. Und ich wollte dich fragen, ob du nochmal Bock hast, meine Kleidung durchzugucken, denn ich habe jetzt so, was ich heute übrigens auch noch mache, ist meine Bücher zu verschicken, denn ich habe ja noch einige Bücher, ich habe einige Bücher, die ich ja weggeben möchte. Die ich schon gelesen habe und bei denen ich mir sicher bin, dass ich sie nicht noch einmal lesen werde. Und das sind diese ganzen Bücher hier. Und die werde ich wahrscheinlich an Rebuy schicken. Rebuy ist eine Plattform, an die man gebrauchte Sachen schicken kann und diese dann auch dort wieder verkaufen kann. Und ich glaube, ich werde das alles einfach mal in einem Paket schicken. Das ist halt einfach so die Sache, die mir an Rebuy irgendwie voll gefällt, dass ich die Bücher nicht einzeln verschicken muss, sondern dass es ziemlich nachhaltig ist und ziemlich, gut ist, da ich die alle in ein Paket schicken kann und nicht jedes Buch einzeln verschicken muss. Also natürlich kriege ich da jetzt nicht mega viel Geld, aber das ist doch nicht schlimm, weil darum geht es mir auch irgendwie nicht, wenn es darum geht. Nee, es passt nicht. Schade, schade. Was passiert, wenn mir hier keiner hilft? Und dann hatte ich die wunderbare Idee, aus meinen alten Klamotten ein paar neue, frische Klamotten zu machen und habe dann da zum Beispiel eine Strickjacke einfach abgeschnitten und jetzt sieht das mittlerweile so aus.
Und ich werde jetzt noch ein bisschen für Englisch lernen, aber übermorgen einen Test schreiben. Deswegen werde ich ein bisschen machen. Eigentlich möchte ich ja am Wochenende immer nicht so viel machen, aber naja, ein bisschen werde ich schon machen. Und dann werde ich auch noch gleich meine Sonntagsroutine durchziehen. Falls du wissen möchtest, was ich jeden Sonntag mache, um mich auf die nächste Woche vorzubereiten, um mein Leben im Griff zu behalten und organisiert zu bleiben, kannst du sehr gerne mal da vorbeigucken, denn ich habe schon mal ein Video gemacht zu genau dieser Routine und habe dort alles angesprochen, von der Reflexion bis zum Sozialen, bis zur mentalen Gesundheit und so weiter. Also ich habe echt sehr viel aufgeschrieben und das beides werde ich jetzt machen.